Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wer meinen Kanal noch nicht kennt oder mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR, Gaming, Hardware und so weiter und so fort. Und heute haben wir ein bisschen Hardware für unsere VR-Brillen und zwar die VR-Optika-Linsen sind angekommen für die Quest 3 und ja, ich habe noch leider keine Quest 3, das dauert noch ein bisschen, bis ich mir eine holen kann. Finanziell war das ein hartes Jahr für mich und der Kanal wirft nicht so viel ab, damit ich mir jetzt hier jede VR-Brille leisten kann. Von daher muss es ein bisschen ja, Nachsehen haben. Ich hätte gerne, sehr gerne vorab für euch getestet, hätte ein Review gemacht. Aber ja, in diesen Zeiten muss man halt das Geld zusammenhalten und muss auch ein bisschen klaren Kopf bewahren und kann nicht dann einfach irgendwas kaufen, was dann einfach finanziell nicht drin ist. Von daher, ja, ich hoffe, dass ich die im Dezember oder im Januar kaufen kann. Muss ich mal abwarten. Und dann gibt es mit Sicherheit auch ein Fazit zur Quest 3, auch wenn es dann ein bisschen länger gedauert hat. Aber heute geht es um die VR-Optika-Linsen und ich habe schon sehr viele Videos zu den VR-Optika-Linsen gemacht und habe eine eigene Playlist. Die blende ich euch oben mal in die Infobox rein und packe sie auch in die Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Da habe ich zu verschiedenen VR-Brillen auch Tests gemacht und euch die Linsen näher gebracht. Also, wer gar nichts damit anfangen kann mit den VR-Optika-Linsen, was ist das und so weiter. Es sind halt Linseneinsätze für VR-Brillen, um ja auf das hier zu verzichten, auf unsere normale Brille. Man kann dann ja bequem reinschlüpfen, ohne ja diese Brille jetzt hier zu benutzen, ohne die echten Linsen zu zerkratzen, die in der VR-Brille sind, weil das ist dann echt tödlich. Und das ist ein super Schutz dafür, damit man nichts beschädigt an der VR-Brille selber. Und ja, es ist halt super angenehm und man kann auch viel besser dadurch schauen als mit der normalen Brille. Das ist einfach Fakt. Ich habe jetzt so viele Tests schon damit gemacht und man kann damit viel klarer sehen als, also es trifft auf jeden Fall auf mich zu, als mit der normalen Brille. Und könnt ihr euch so ja neue Brillen machen, wie ihr wollt. Ihr werdet nicht dieses Seherlebnis haben, wie mit den Linseneinsätzen von VR Optika. Also ja, es ist einfach so, es passt einfach super. Und wenn ihr einfach nur eure ja, VR-Brille schützen möchtet und ihr braucht gar keine normale Sehstärke-Brille, dann könnt ihr euch auch normale Planlinsen bestellen, könnt ihr draufstecken und schon sind die normalen ja, Linsen geschützt und ihr braucht keine Angst vor Kratzer zu haben. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, die zeige ich euch aber gleich auch nochmal auf der Homepage. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. So kommt das Ganze an, natürlich im Karton verpackt. Den habe ich euch jetzt schon hier ja, entfernt. Und jede Linse ist in so kleinen schönen Säcklen verpackt, Säckle passt am besten. Also mit R beschriftet und mit L beschriftet, also für rechts und links. Und dann haben wir hier noch so ein schönes weiches Tuch, damit wir die, ja, die normalen Linsen in der VR-Brille reinigen können. Aber auch die Linseneinsätze selber kann man damit reinigen. Echt super Tuch, kann man auch für Brillen benutzen. Und dann gibt es hier auch noch zwei Brillenreinigungstücher, sind da immer bei und die sind auch echt top, kann man auch nicht meckern. Also die auf jeden Fall, bevor ihr die Linseneinsätze reinpackt, vorher mal richtig die Linsen auch reinigen, damit ihr auch ja die originalen Linsen von der VR-Brille selber, damit ihr da auch keinen Schmutz drauf habt und dann könnt ihr schön die sauberen Linseneinsätze draufsetzen und dann habt ihr auch keinen Staub und nichts dazwischen, das ist auch ganz wichtig. So, jetzt schauen wir uns mal die Linsen im Detail an und ja, die sind echt super klein, haben auch hier, wie ihr seht, eine kleine Nase, die ist dafür da, dass wir das besser reinsetzen können und auch rausheben können. Das zeige ich euch gleich dann auch im Video mal. Ich hätte es gerne selber getestet, aber das geht jetzt leider nicht. Und die sind echt super schmal, muss man ganz klar sagen. Also ihr seht ja, wie schmal die jetzt sind. Und ja, sieht echt gut aus. Und ich habe eben mal so durchgeschaut, wie immer top Seherlebnis dadurch. Also kann man echt nicht meckern. Und ihr habt hier auf diesem kleinen Steg an der Seite, habt ihr auch nochmal dann ich hoffe, das kann ich einfangen, genau hier. Ein R und ein L, damit ihr dann auch wisst, wenn ihr die mal rauspackt und nicht ins richtige Säckle reinpackt, könnt ihr immer noch gucken, für welche Seite sind die jetzt, weil das ist ganz wichtig.
weil kein Auge ist eigentlich gleichmäßig schlecht oder gut. Und ja, dann wäre blöd, wenn man das dann wirklich verwechselt. Und ja, dann sieht man halt nicht so wirklich gut. Ne? Also meine Augen sind echt unterschiedlich, von der Stärke noch nicht mal so, aber da gibt es ja verschiedene Zylinder, Achse und so weiter, und die sind schon unterschiedlich und das macht dann auch sehr viel aus. So Leute, wenn ihr die Teile bestellen wollt, würde ich mich super freuen, das haben auch schon einige von euch gemacht, über meinen Link zu bestellen, dann kriege ich 5% Rabatt. Und ich bekomme auch einen kleinen Anteil daran, das ist ein Affiliate-Link. Und ja, ihr unterstützt damit auch meine Arbeit und ihr habt auch was davon. Also wie immer Win-Win-Situation, das ist immer ganz wichtig. Und würde ich mich mega freuen, wenn ihr das auch in Anspruch nehmen würdet bei der Bestellung. Link ist unten in der Beschreibung. Ich packe euch einen Quest 3-Link rein und einen normalen Link, wo ihr direkt auf die Homepage kommt. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, da sind wir auch schon auf der VR Optica Seite, aber direkt mit der Meta Quest 3. Und ja, wie immer, wer die Seite noch nicht kennt, wir haben hier die Sehstärke-Werte. Und hier ist ganz wichtig, Leute, bevor ihr bestellt, geht nochmal zum Augenarzt, zum Optiker, lasst euch die Augen nochmal durchmessen und ja, stellt die richtigen Werte ein, weil dafür sind die Linseneinsätze einfach zu teuer, um da veraltete Werte einzutragen, und ihr seid nachher echt enttäuscht, sauer, und das bringt niemanden was. Und wenn ihr einfach nur einen Schutz haben wollt, ihr braucht gar keine normale Brille, dann könnt ihr hier auf Planlinse stellen, dann seid ihr bei 49 €. Und ja, hier kann man halt verschiedene Sachen noch auswählen. Gehärtete Glasoberfläche, super Entspiegelung, Pflege-Leichtsicht, Lotus-Effekt. Und dann haben wir hier nochmal diesen Blue Protect, das muss jeder selber wissen, ob er den braucht oder nicht. Das ist halt dieser Blaufilter, soll ein angenehmeres Sehen da sein. Und ich bin auch in irgendeinem Video mal genauer darauf eingegangen. Und besonders wenn man abends kurz vorm Bett gehen spielt mit der VR-Brille, dann soll es eigentlich nicht so gut sein, wenn man dieses Blaulicht so stark auf die Augen bekommt. Dann passiert auch irgendwas im Gehirn und dann soll man auch nicht gut einschlafen können. Von daher macht es eventuell Sinn. Das muss aber jeder selber entscheiden. So, ohne Stärke sind wir bei 49 €, ohne Blue Protect natürlich auch. Und dann haben wir hier mit Sehstärke kommt auch nochmal Geld dazu. Das ist dann auch nochmal abhängig, wie viel Dioptrien ihr habt oder welche Stärke ihr hier habt. Ihr seht ja hier, ab 4 wird es dann nochmal teuer, plus 80 €. Und ist natürlich dann auch nicht ganz so günstig. Und dann könnt ihr hier einstellen, aber hier habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass da irgendwas dann extra Aufpreis wäre. Und ja, bei Zylinder schon. Ne? Das ist, glaube ich, dann ein Schleifverfahren, ist ein bisschen anders, glaube ich. Und ja, so sieht's aus. Ab 4 wird es ein bisschen teurer. Und ja, ab 6 Dioptrien, die Leute, tun mir echt leid. Also ich bin bei 4, ein Auge 3,75, glaube ich, 1,4. Und die Leute, die über 6 haben, tun mir echt leid, weil ich weiß, wie übel es ist, wenn man ohne Brille irgendwo ist. Besonders wenn man jetzt im Schwimmbad ist oder sonst was, hat jetzt keine Kontaktlinsen drin. Also ich sehe dann nur noch, ich sehe Menschen, aber keine Gesichter mehr. Das ist echt übel und das wünscht man eigentlich keinem. Okay. Das war's zu den Linsen selber. Und wir können jetzt hier auch noch mal ganz kurz auf die Homepage selber schauen. Ihr seht, wie viele VR-Brillen hier unterstützt werden. Und ich habe ja auch zu verschiedenen Brillen auch schon Videos gemacht. So, darauf wollte ich jetzt noch mal hinaus. Und auch zu der Pico 4. Die Pico 4 hat meiner Meinung nach die flachesten Linsen überhaupt. Also die hier sind flach, da habe ich euch ja eben gezeigt, aber die sind nochmal extrem flacher. Könnt ihr euch gerne auch nochmal in dem Pico 4 Video dann anschauen und haben auch schön mit Magnetaufsatz. Also die sind echt perfekt, muss ich sagen. Und ja, wie Optiker muss ich halt an jede Linse oder jede Brille anpassen, wie da die Aufnahmen sind. Ne? Und besonders bei der PSVR 2 war das Problem vom Eye-Tracking. Das muss man auch mit beachten, weil hier drumherum sind ja diese LEDs oder diese Kameras, die quasi das Auge tracken. Und ja,
Ich habe sogar gelesen, dass Leute Probleme hatten damit. Ich habe damit kein Problem. Ich benutze die ja und Eye-Tracking funktioniert ohne Probleme. Und ich habe auch schon bei mehreren Kommentaren dann auch VR-Optiker eingeschaltet, ob die mal ein bisschen Support liefern können. Und das haben die auch gemacht. Also der Support ist echt super und versucht vernünftig Dinge anzusprechen, wenn es Probleme gibt, ohne irgendwie, man neigt relativ schnell dazu, ausfallend zu werden, wenn man den Verdacht hat, man wird irgendwie beschissen. Aber Leute, gebt euch Mühe bei der Bestellung, guckt, dass alles in Ordnung ist, auch von eurem Brillenpass her, und dann wird das auch glatt laufen. Und wenn es Probleme gibt, dann kann man die mit Sicherheit mit VR-Optiker lösen. Da bin ich komplett felsenfest von überzeugt. Ja, also, wenn ihr für irgendeine andere Brille noch was haben möchtet, ne, schaut euch die Liste an, ist schon riesig. Und da könnt ihr euch dann was aussuchen zu und das dann bestellen. Also ich möchte auf keinen Fall mehr darauf verzichten, weil die einfach perfekt sind. So, jetzt kommen wir zur Anleitung, und der Einbau ist super einfach. Und schauen wir uns mal ganz kurz an, hier auch im Groß. Die wird einfach aufgesetzt und dann einmal drauf gedrückt und dann rastet die auch ein. Und wir haben unten so ein kleines, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so ein Übergang quasi. Den sieht man auch hier, den kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wenn man den einfangen kann. Ja, kann man bestimmt. Ich gehe mal auf groß, glaube ich. Zeige ich euch das mal ganz kurz. Also man sieht hier auf jeden Fall so einen Rand. Und genau der hier ein bisschen dünner ist, da wird es eingerastet. Und ich denke mal, das ist überhaupt, da gibt es kein Problem, der wird super halten. Ich habe noch keinen einzigen VR-Optiker-Linseneinsatz gehabt, der irgendwie nicht gehalten hat. Und ihr seht ja, wie einfach das ist. Und rausholen ist dann auch einfach. Das zieht ihr einfach an der kleinen Lasche, die an der Seite ist, wo auch links und rechts draufsteht. Und ja, seht ihr ja, und schon habt ihr sie raus. Also super easy. Und auch super flach. Also ich denke nicht, dass hier die Gefahr ist natürlich, wenn man zu große Linsen hat, dass auch viel of View verloren geht. Das ist natürlich der Fall. Ich habe sogar bei einigen mal gemessen, da habe ich auch ein Video zugemacht, mit Brille, mit Brilleneinsatz. Aber man verliert mehr Field of View mit der Brille, als wenn ich einen Linseneinsatz benutze. Und das wird bei den Linsen jetzt hier überhaupt nicht der Fall sein, weil die so flach bauen, dass man nicht viel Field of View verlieren wird. Natürlich verliert man einen Tick, das ist ganz klar, aber mit Brille wäre es noch viel, viel mehr. Also von daher ist es für euch auch gut, wenn ihr das dann nutzen sollt oder müsst, oder ihr sagt, ja, ich benutze dann lieber Kontaktlinsen. Damit kommt man natürlich noch näher an die Linsen ran, an die originalen Linsen, hat mehr Field of View. Aber ganz ehrlich, hier wird nicht viel Field of View verloren gehen. Guckt euch mal die Dicke von den Dingern an, also das ist echt nicht viel. Und da gibt es ganz, ganz andere Brillen, wo die ein bisschen größer bauen, obwohl man die dann auch aufsteckt, aber die bauen dann schon ein Tick höher als hier die jetzt oder von der Pico 4. Also das ist echt vernachlässigbar, was man da an Field of View verliert. Ja, Leute, wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Bestelllink benutzen würdet, meinen Coupon-Link, 5% Rabatt bekommt ihr dann. Und unterstützt auch meine Arbeit dadurch, würde ich mich mega freuen. Und wie gesagt, ich kann VR-Optiker uneingeschränkt empfehlen. Ich hatte schon von einer anderen Firma Linsen hier und ich war mega enttäuscht davon. Habe auch kein Video dazu gemacht. Ich habe den dann direkt geschrieben. Ganz ehrlich, entweder ihr schickt mir nochmal Linsen, vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen, oder ich kann kein Video dazu machen. Und habe auch nichts mehr gehört. Von daher bin ich bei VR-Optiker geblieben, weil die einfach perfekte Arbeit abliefern. Und ich bin noch nie enttäuscht worden, von daher uneingeschränkte Kaufempfehlung definitiv. Ja, es ist nicht günstig, da bin ich bei euch, aber Linsen oder Brillenschleifen ist halt teuer. Also die Gläser sind halt teuer beim Schleifvorgang. Und ihr müsst euch nur mal vorstellen, wenn ihr eine Brille kauft, seid ihr auch locker bei über 300 Euro. Und da ist noch nicht mal das Teure, ist noch nicht mal, sag ich mal, das Gestell, sondern das sind die Gläser, die das Teure sind. Und wenn ihr eure echte VR-Brillenlinse kaputt macht,
dann ist das noch teurer. Von daher ist das gut angelegtes Geld, was ihr definitiv ja ausgeben solltet, um mehr Spaß damit zu haben und um auch eure VR-Brille zu schützen. Ganz einfach. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche Aufkleberchen drauf machen. Also da gibt es ja auch Displayfolien für und so weiter. Aber finde ich nicht so gut. Okay, Leute, ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Und ja, ihr könnt gerne mal in die Playlist reinschauen. Unten sind die Links auch in der Beschreibung. Und ihr könnt euch gerne auch gerne mal kommentieren, was sagt ihr? Was sind eure Erfahrungen zu den VR-Optikerlinsen? Habt ihr schon welche? Und wenn Fragen sind, auch gerne in die Kommentare damit. Ich versuche auch alles zu beantworten. Und ja, Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.